Wie reich werde ich mit eigenem Boxautomaten? Der gute Torben Platzer hat hier mal wieder ein neues Video rausgehauen und anscheinend einen Boxautomaten gekauft, irgendwo aufgestellt und nun damit passiv Geld verdient. Und ich würde sagen, da muss man jetzt gar nicht allzu viel im Voraus erklären. Wir schauen uns das einfach mal an. Eine Sache, die ich leider mit meinem doch noch deutlich begrenzteren Budget eher weniger testen kann. Somit bin ich umso gespannter, wie sehr sich so ein Boxautomat hier potenziell lohnen kann. Ich habe mir einen Boxautomaten geholt und zeige euch in diesem Video, wie viel man wirklich damit verdienen kann. Von der Anlieferung über das Finden einer geeigneten Location, dem Aufbau bis hin zu kleinen Tricks mit dem Betreiber arbeiten, um noch mehr rauszuholen. Viel Spaß mit dem Video, abonniert den Kanal, damit wir... Einfach kleine Tricks, ja, du sorgst einfach dafür, dass die Leute nicht gewinnen können. Dieses Jahr noch die 400.000 vollmacht. Das Automatenbusiness boomt, was man nicht nur auf Social Media sieht, sondern sich auch in den Zahlen niederschlägt. Letztes Jahr wurden allein in Deutschland 2,53 Milliarden Euro Umsatz durch den Verkauf von Drinks und Snacks generiert, wobei vor allem Heißgetränke den Großteil ausmachen. 11 Millionen Mal wird täglich an den rund 612.000... Snackautomaten halt wirklich wieder komplettes Comeback gehabt. Kommt das wirklich nur durch diese ganzen Geldverdienen-Leute? Weil eigentlich war es ja voll so ein Ding geführt in den 80er, 90er oder so, würde ich jetzt mal vermuten. Und dann lange Zeit war das höchstens an Bahnhöfen oder so, so ein bisschen Thema. Und auch da hat man sich nur so notgedrungen meine Coke oder so ein Müsli-Regel geholt und jetzt plötzlich sieht man die wieder überall und zumindest ich persönlich bin auch deutlich eher dazu geneigt, mal zu so einem Automaten halt hinzugehen. Automaten gezapft und gedreht 80% innerhalb der Betriebsverpflegung. Die Dienstleister dahinter stellen auf, warten, befüllen und mit den rund 17.500 Beschäftigten ist der Vending-Sektor mittlerweile ein wirklich bedeutender Wirtschaftszweig des Außerhausmarktes geworden. Als wir uns letztes Jahr die Frage stellten, wie viel man damit selber verdienen kann, also ohne zu den großen Unternehmen zu gehören, fingen wir mit den Klassikern, einen Kaugummi. So richtig oldschool, aber mit überteuerten. Und es gibt auch wirklich immer mehr Automaten. Selbst bei mir, ich komme ursprünglich vom Dorf und da gibt es jetzt einfach so von manchen Bauern so Fleischautomaten oder Eierautomaten, Milchautomaten. Das ist echt crazy. Aber gerade das appreciate ich sehr. Ich meine, da kannst du einfach mal nachts vorbeifahren und dir nochmal schnell für morgen irgendwie ein Steak oder ein paar Eier oder so holen. Sehr geile Sache, vor allem, weil es ja dann auch Bio-Qualität ist und nicht irgendein Murks. Euren Kapselspielzeug. Diesen stellten wir dann an verschiedenen Locations in München auf, wie unter anderem einen Bubble-Tea-Laden und zeigten das Ergebnis, was schon ziemlich gut war. Heute blicken wir aber auf eine weitere Sparte, nämlich die ganzen Entertainment-Maschinen. Arcade-Games, Greifer und Boxautomaten, die wohl die absoluten Cash-Cows sein sollen, weshalb wir uns genau so einen jetzt kaufen. Ich habe einfach mal nach Anbietern... Ich meine, klar, du brauchst halt nur Strom, du brauchst keine Produkte zu kaufen. Aber was, also wer nutzt es denn wirklich? Gut, selbst das ist nicht mal der Punkt, wo stellt man sowas hin? Du kannst den ja nicht in einen Bubble-Tea-Laden stellen. Ich meine, wer wird denn da einen Boxautomaten benutzen? Du musst ja schon entweder so eine Bar haben, ja, betrunkene Leute, immer gute Kunden, oder halt so eine Arcade-Halle. Aber die Arcade-Halle, die verdient ja selbst damit Geld. Also die werden sich doch eher selbst so ein Ding holen. Und selbst wenn du deinen da hinstellen kannst, sobald die mitbekommen, der lohnt sich, bist du halt schnell weg vom Fenster und die holen sich halt einen eigenen. Ich bin echt gespannt, wo er das Ding hinstellt. Gegoogelt und bin hier auf die Seite von Boxfreund gekommen. Kein Aufstellerschein nötig, einzigartiges Design, passives Einkommen, einfache Bedienung und unzählige Funktionen. Schlagen ohne Konsequenzen. Da bin ich mal gespannt, ob man echt gar keine Versicherung oder so braucht, falls sich jemand verletzt. LED-Beleuchtung und Co. Hier ist es auf jeden Fall schon mal kein Papierkram und andere komplizierte Genehmigungen. Einfach in die Steckdose und loslegen. Perfekt. Kostet allerdings auch 2,7, 3,1 oder mit Fußball zusammen sogar 4,7. Ich werde auf jeden Fall mal eine Anfrage stellen, wie es mit Verfügbarkeit aussieht und ob sie uns das fürs Experiment nicht vielleicht leihen wollen. Gesagt, getan. Und es hat nicht lange gedauert, da hat der YouTube-Bonus mal wieder zugeschlagen. Hier ist Musa von Boxfreund. Ich habe gerade eine Anfrage gesehen wegen den Boxautomaten. Ich kenne deine Videos, ist auf jeden Fall richtig cool. Lass uns da mal gerne austauschen. Deshalb an der Stelle nochmal vielen Dank an die Jungs von Boxfreund. Nur 5 Tage später habe ich von der Spedition dann schon eine SMS bekommen, dass er heute ankommt. Ich habe dann unserem Praktikanten in der Agentur geschrieben, er möge das Ganze annehmen und schauen, ob er irgendwie helfen kann. Was er natürlich richtig übersetzt hat und dementsprechend fürs Video mitfilmt. Wir haben dann einen Sprinter genommen, haben das Ding durch die Gegend geschoben, es hat rollen, ging relativ gut. Deshalb auch verpackt gelassen, weil wir uns dachten, wir wollen es dann direkt bei der Location aufbauen, damit nichts kaputt geht. Und genau da stehen wir halt jetzt. Schaut mal bei TikTok und Co., da heißt es immer ja bei irgendeiner Hauptschule oder Frankfurt Bahnhof, was uns jetzt nicht so viel bringt. Deshalb habe ich den lieben Onkel Kramer mal wieder um seine Experteneinschätzung gebeten. Hi Torben, ja, das ist eine gute Frage. Natürlich da, wo das richtige Publikum ist. Das heißt Kirmes, das heißt Disco, das heißt Automatenladen. Das sind Orte, wo auf jeden Fall so ein Boxautomat richtig gut läuft. Ich mache mich mal ins Automatenladen, aber wie gesagt, da würde ich wieder dazu tendieren, dass die irgendwann einfach ihren eigenen aufstellen. Und Disco und Kirmes sind doch aber Sachen, ja, das funktioniert. Aber das ist ja nicht die ganze Zeit.
So, also ich fand als die Bar noch interessanter, weil die ist wenigstens an manchen Abenden oder so, die ist ja auch natürlich nicht 24/7 offen oder jeden Tag 8 Stunden. Aber gut, aber Kirmes zum Beispiel, die ist doch nur für ein paar Tage pro Jahr. Da musst du das Ding ja die ganze Zeit hin und her karren. Ob du dann den riesen Profit machst, weiß ich nicht. Vor allem ist es ja dann auch eine richtige Arbeit und kein passives Business. Und Disco ist doch auch nur am Wochenende. Und da hast du halt dann auch echt hohe Chancen, dass dir das Ding irgendwer kaputt macht. Ah, weiß ich nicht. Nachrichten schreiben, Mails und im besten Fall morgen telefonieren und dann melde ich mich wieder. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach gewesen. Ich wollte natürlich erstmal probieren, ohne unsere Reichweite einen geeigneten Stellplatz zu finden, so wie es jeder hätte machen können, aber es kamen immer wieder dieselben Bedenken. Die Lautstärke, ein aggressives Klientel, welches durch den Boxautomaten angelockt wird und vielleicht andere Gäste vergrault, und die Frage nach zusätzlichen Kosten und Genehmigungen. Zumindest letzteres konnte ich entkräften. Laut der Website von Boxfreund benötigt man keinen Aufstellerschein, weil die Automaten unter die Kategorie Unterhaltungsautomaten ohne Gewinnausschüttung fallen. Und das Gewerbe hatten wir ja schon. Weil mit der Location vereinbart man meist einfach eine fixe Standortmiete, wo die Stromkosten dann auch schon inkludiert sind. Was bei unserem, der mit 50 Watt läuft, bei 24 Stunden ungefähr 1,2 Kilowatt sind, also so 40 bis 50 Cent. Auch die vielen Tipps im Internet, wie Freizeiteinrichtungen, Parks, Schulen und so weiter. Das heißt, wenn er in 24 Stunden 40 bis 50 Cent verbraucht, der muss ja gerade mal einen Kunden für 1 Euro pro Tag haben und du bist schon profitabel. Du machst halt einfach schon 50 Cent am Tag, immerhin 15 Euro pro Monat. Über 100 Euro pro Jahr, fast 200 eher. Klingt gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding nur 50 Watt verbraucht. Ernsthaft. Klingen halt in der Theorie gut, aber in der Praxis konnte man es komplett vergessen. Wenn die Stadt selber involviert ist, dann haben die irgendwelche Langzeitverträge mit den großen Unternehmen und Anbietern. Und wenn es im Privatbesitz ist, dann haben die meisten den Benefit der Automaten eh erkannt, wollen selber den Umsatz generieren, anstatt die geringe fixe Miete. Also haben wir erst durch Instagram, muss ich auch ganz klar so sagen, wirklich gute Angebote bekommen. Und schlussendlich haben wir uns für das Forsthaus Mühltal in Starnberg entschieden. In der Location finden vor allem am Wochenende verschiedene Events statt, Geburtstagsfeiern, Konzerte, Clubshows und vieles mehr. Nebenan ist auch eine Pension, wo wir meist Zeitarbeiter unterkommen, die nach der Arbeit dann da verweilen, sodass wir auch während der Woche Laufkundschaft haben. Außerdem Okay, haben sie einen okay. riesigen Außenbereich, wäre im Sommer wahrscheinlich mega nice gewesen. Indoor aber auch 3 Floors, Clubraum, Chillout-Lounge, eine Bar und auch ein Spielezimmer, wo eh schon Kicker, Dartautomat stand und da haben wir uns einfach eingereiht. Wie ihr seht, war das Ding auch gut eingepackt, hat eine Hochglanz-Conor McGregor-Beklebung, LEDs und ich muss sagen, die Qualität der Musik, auch wenn sie glaube ich auf Dauer nervig ist, war besser als ich dachte. Und nach der Okay. PDF haben wir dann den Münzeinwurf eingestellt, was aber auch relativ simpel ist. Man braucht einfach nur eine Menge Euro-Stücke dafür und kann dann selber festlegen, wie viel die Leute zahlen sollen. Wir haben wie empfohlen, ein Schlag 50 Cent, 3 Schläge 1 Euro gemacht und dann durfte Chris das erste Mal. Ja, okay, dann bist du halt schnell bei dem besagten Euro. Völlig okay, würde ich sagen, die Mal auch Bepreisung. seine Aggression ablassen. Was ist der Highscore? Er hat den Highscore einfach schon gebrochen. Wobei mir Perfekt. die Frage aufkam, wie lange das Ding wohl halten wird, ob nicht relativ schnell was kaputt geht. Wir werden es bald erfahren, weil während ich das gerade aufnehme, ist tatsächlich die erste Party dort. Bin mal gespannt, was die später so schreiben und gebe euch Krass. dann ein Update. Es klingt schon halb kaputt, wenn man da nur einmal Erstes gegenschlägt. Wochenende als Automatenmieter ist vorbei und ich wollte euch ein kurzes Update geben, weil der Kilian vor Ort uns Videos geschickt hat. Er meinte, anfangs standen alle verhalten drumherum und als einer dann seinen Kollegen fragte, ob er es schon mal probiert hat, entwickelte sich halt sofort diese Eigendynamik. Ein Euro rein, man bekommt 3 Schläge, das heißt, damit es fair bleibt, muss man in Runde 2 gehen, danach legt jeder für sich nochmal rein, für 3 Versuche und so weiter, sodass schon nach ein paar Minuten wirklich eine ganze Truppe drumherum stand. Und so ein Euro kann man halt easy mal ausgeben, gerade an so einem Event, wo man eh gute Laune hat, wo man vielleicht schon leicht angetrunken ist oder so. Das ist halt echt fein. Ah, das ist keine schlechte Sache. Und das deckt sich auch genau mit dem, was Paul schon zu mir meinte. Der Boxautomat ist einfach so erfolgreich, weil es ist das Zusammenspiel aus kurzem Spiel. Ich stecke wieder Geld rein. Wettbewerb unter den Leuten, die da ja, versuchen, den Highscore zu erreichen. Und natürlich der Spaß. Das Ding macht wirklich richtig Fun. Deshalb haben wir dann den Schwierigkeitsgrad auch einfach nochmal hochgesetzt, weil auf normal immer recht schnell jemand den Maximalscore hatte und das natürlich die ganze Challenge kaputt macht. Und man kann auch mehrmals an einem Abend komplett resetten, sodass, wenn eine neue Gruppe hinkommt, man wieder vorlegen muss und da jetzt nicht irgendwas Unerreichbares und Demotivierendes schon steht. Ja.
Die Besitzer des Forsthauses schrieben auf jeden Fall, dass die Leute wirklich komplett drauf abgehen. Teilweise jedes Mal danach schon so die Hand geschüttelt haben vor Schmerzen. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn man alkoholisiert ist, es super wichtig ist, dass da echt immer einer sitzt und aufpasst, damit sich eben keiner verletzt. Ja. Kassensturz wollten wir aber noch nicht machen. Ja, aber toll, das ist echt eine gute, verrückte... Ich bin überrascht, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. Da wird ordentlich was zusammengekommen sein. Wenngleich ich immer noch das Gefühl habe, irgendwann wird das Ding einfach kaputt gehen. Weil mindestens lockert sich das mit jedem Schlag irgendwo immer so ein klein bisschen mehr. Ah, weiß ich nicht. Geschätzt werden so 100 bis 200 Euro, was sich auch mit den Mietpreisen deckt. Und wenn ich mir das hier so durchlese, könnte das wahrscheinlich auch ein ziemlich lukratives Geschäftsmodell sein. Wie ihr seht, wir haben ausgecashed und waren vor Ort. Das rechte Fach ist für Scheine, hatten wir nicht aktiviert, links waren die Münzen dran. In unserer WhatsApp-Gruppe, wo ihr unbedingt reinkommen solltet, ist komplett kostenlos, immer Behind-the-Scenes-Informationen zu den ganzen Experimenten, habe ich ein kleines Giveaway gemacht und gesagt, wer errät die exakte Summe. Und die gibt's jetzt, Trommelwirbel, es sind 384,50. Dazu muss man sagen, dass 3 von 8 Partyabenden nur stattgefunden haben im Forsthaus. 384 Euro in was? In ein paar Wochen? In 2, 3 Wochen? Mit je 150 bis 200 Leuten. Da wir hier in München wirklich das absolute Schneechaos hatten und auch immer noch haben, dadurch wurde vieles abgesagt oder leider verschoben. Wäre nichtsdestotrotz 128 Euro pro Abend einfach mal runtergerechnet und das jetzt auf einen Monat einfach 1000 Euro. Der Automat kostet 3.000, das heißt in unserem Beispiel hier mit Forsthaus und dem Automaten wären wir nach 3 Monaten Break-Even. Da der Umsatz aber so extrem... Das ist wirklich, wirklich crazy. Standortabhängig ist, habe ich mir noch ein paar Zahlen aus der Community geholt. Und wir fangen einfach mal an mit dem lieben Eiko. Ich bin Eiko, 19 Jahre alt und habe mich zu Beginn dieses Jahres mit Souvenir- und Warenautomaten selbstständig gemacht. Unter anderem habe ich nämlich auch 2 Boxautomaten. Einer ist befindlich in einer hochfrequentierten Fußgängerzone, der andere derzeit in einer Disco. Zum Umsatz kann ich sagen, dass sich dieser ungefähr einpendelt zwischen 250 und 350 Euro brutto pro Einheit pro Monat, natürlich auch abhängig von Events und Wetterlage. Ich im Allgemeinen aber auch sehr zufrieden bin, da ich bisher auf größere Reparaturen verzichten konnte und der Ort auch weitestgehend verschont geblieben bin. Für die Lasertag Arena Leipzig übernehme ich das mal. Die haben 2 Stück schon seit 3 Jahren. Durchschnittlich sind pro Monat 2500 Besucher dort und je Gerät machen sie so 800 Euro. Und es deckt sich auch mit dem, was der Monopolbesitzer sagt. Der Umsatz eines Automaten ist ganz klar standortabhängig. Man kann mal so sagen, 1000 Euro bringt er im Schnitt auf jeden Fall und alles 3, 4, 5, 6.000 sind auch möglich. Das ist dann aber wirklich standortabhängig. Wichtig, es handelt sich... Das ist unglaublich. Das ist ja gefühlt 10-mal lukrativer als diese ganzen Snackautomaten und so. Und die musst du auch noch befüllen. Also 10-mal jetzt relativ ist natürlich krass übertrieben. Aber ja, ich habe Snackautomaten gesehen, die haben weniger gebracht. Und du musst dich da noch viel mehr drum kümmern. Und die werden auch gefühlt häufiger geknackt und so, gerade weil die denn ja meistens draußen stehen und sowas hier eher mal drinne steht, im Club drinne, in der Bar drinne und so weiter. Es geht hier noch nicht um den Gewinn. Das Ganze muss natürlich an der Stelle versteuert werden und je nach Bundesland kann auch noch eine Vergnügungssteuer dazukommen. Bei uns hier in Bayern entfällt die. Und das ist unser Ergebnis. Wie ist eure Meinung? Hättet ihr gedacht, ist es mehr, weniger? Sollen wir weitere Automaten testen? Eine E-Säule für Tesla, vielleicht solche Greifmaschinen oder noch was ganz anderes? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir hoffen natürlich, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne... Eine E-Säule wäre ich auch sehr gespannt, weil da kann ich mir mittlerweile nicht mehr vorstellen, dass sich das noch so krass lohnt bei den absurden Preisen. Und du kannst ja auch schlecht sagen, ja Mist, ich zahle ja schon 40 Cent pro Kilowattstunde, ja, dann biete ich das jetzt an für 1 Euro pro Kilowattstunde. Ich meine, wer wird denn noch für 1 Euro pro Kilowattstunde gerade mit so einer Säule hier laden? Das ist ja sicherlich keine Schnellladesäule. Und bei Schnellladen, da könnte man ja noch erklären, gut, es geht schnell, dann kann es auch teuer sein, aber ach, egal, ich schweife hier schon wieder ab. In jedem Fall, geiles Video. Ich bin wirklich überrascht. Also da werde ich tatsächlich mal die Augen offen halten oder die Ohren offen halten eher. Denn bei so einem Boxautomaten könnte ich mir sogar vorstellen, dass sich da gegebenenfalls mal eine Möglichkeit anbietet, dass ich das auch selbst mal testen kann. Möchte jetzt aber auch nicht zu viel versprechen. Und wie immer, wenn jemand von euch schon irgendwelche Automatenerfahrungen haben sollte, dann gerne mal in Chat oder in die Kommentare.